Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und ja, was soll ich noch sagen? Sie haben es mal wieder zustande gebracht, die Jungs. 1:2 gegen Wolfsberg zu Hause verloren. Das ist jetzt schon langsam gar nicht mehr lustig. Und ja, unterm Strich ist bei mir die Laune wirklich auch komplett ja, am Nullpunkt jetzt langsam. Ich will nicht sagen Gefrierpunkt. Also insgesamt sehr, sehr bescheidene Leistung unserer Blackies. Die Wolfsberger haben nicht unverdient gewonnen heute in Graz. Das muss man auch sagen. Man hat eine Führung aus der Hand gegeben und hat in der Tabelle eben einen ziemlichen Rückschlag erlitten, würde ich mal behaupten. Das Ganze jetzt kurz zusammengefasst. Bevor ich mit meinem Interviewgast heute mit dem Maxi quatsche, danke erstmal, dass du Zeit hast. Ja, gehen wir das Spiel noch mal kurz durch. Die erste Halbzeit relativ ereignisarm, würde ich mal behaupten. Also für mich die Wolfsberger schon von Beginn weg an so die Mannschaft, die eher Nadelstiche in Richtung gegnerisches Tor setzen konnte als unsere Blackies. Und ja, das hat sich eigentlich durch die ersten 20 Minuten locker durchgezogen. Nichts Berauschendes passiert. Auf beiden Seiten Wolfsberg für mich bisschen den Tick giftiger, unsere Jungs ja nach vorne auch etwas überfordert. Also man hatte schon immer das Gefühl, das große Risiko wird nicht eingegangen. Danach wurde es ein bisschen interessanter, ab der 20. Minute, da gab es nämlich dann ein Elferfoul an, ich glaube, an Michael John Lehmer vom Schlussmann des WACs, von Kofler. Der musste dann auch ein paar Minuten behandelt werden. Es gab auch lange Nachspielzeit im ersten Durchgang. Und auf jeden Fall gab es Elfmeter für Sturm. Die Verantwortung, die hat der Kapitän übernommen. Stefan Hirländer, der verwandelt ihn auch relativ souverän, flach in die Mitte und ja, trifft ihn dann zum 1:0 nach knapp 25 Minuten. Für unsere Blackies ist zu diesem Zeitpunkt nicht ganz verdient die Führung, aber man nimmt sie halt mit. In weiterer Folge im ersten Durchgang ja dann nicht mehr so viel passiert. In den letzten ja, Sekunden der Nachspielzeit zwei Möglichkeiten noch für Sturm, beide Male Hirländer. Der eine Schuss geht drüber, der andere ja, war dann auch nicht so ganz gefährlich. Da hätte er sich fast ja, durchdribbeln können und wurde dann im letzten Moment noch gestoppt. Auf jeden Fall ging es mit dem 1:0 in die Kabine. Im zweiten Durchgang, abgesehen jetzt von den ersten 5 Minuten, ging es eigentlich besser los, hatte ich das Gefühl, unsere Jungs haben da wirklich ein bisschen mehr Gas zunächst gegeben, haben gleich mal 3 Möglichkeiten hintereinander gehabt. Lubic, Minute 52, sein Schuss wird abgefälscht und geht dann drüber nach einer Ecke. Tasos Aflonidis mit dem Kopf, nicht gefährlich, aber zumindest aufs Tor. Ihr merkt, die Stimme ist mal wieder weg. Woran liegt das wohl? Und ja, wenig später dann die dritte Möglichkeit. Ich glaube, Grozurek über links mit der Hereingabe. Und Markus Pink, der wirklich um Haaresbreite scheitert, wieder am WRC-Schlussmann, der die Finger noch dran hat. Der Ball flutscht ihm durch, aber keiner zum Abstauber bereit. Und ja, das war die Phase, wo ich gedacht hätte, okay, das könnte sogar noch was werden heute in spielerischer Hinsicht. Danach aber wenig später, ja, leider die Erkenntnis, es wurde nicht besser, denn dann ist der WRC gekommen, 2, 3 wirklich gute Möglichkeiten, auch im Minutentakt. Da sind unsere Jungs schon ein bisschen geschwommen. Dann wieder die Gegenaktion unserer Blackies durch Michael John Lehmer über halbrechts ein Schuss ans Außennetz. Und ja, dann kam die Schlussphase und dann war es fast schon vorbei. Also 73. Minute, Keuter, wenn ich ihn richtig ausspreche, offensiver, dunkelhäutiger Angreifer des WRCs, spielt einen unserer Verteidiger aus. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, wer es war, auf jeden Fall. Setzt er sich durch im 1 gegen 1 Duell und den macht er auch eiskalt. Und das war eben dann nach knapp 73 Minuten der Ausgleichstreffer. Unsere Blackies konnten sich dann ja erstmal vom Ausgleich, servus, nicht so schnell erholen und haben dann im Endeffekt auch noch den Deckel drauf bekommen. Etwas kurios das Ganze, ich persönlich habe es nicht bis heute nicht, also bis jetzt, noch immer nicht nachvollziehen können, warum es den Elfmeter gegeben hat. Es gab aber auf jeden Fall 2 Gelbe für Sturm und Elfmeter für den WAC. Michi Lindl hat den locker verwandelt und das war eben so in Minute 80 herum das 2:1. Und es tut mir leid, ich funk dazwischen, aber die zweite Halbzeit war der gleiche Einbruch wie letztes Wochenende auswärts. Da braucht man nicht mehr drüber reden. Ja, dabei ist es im Endeffekt dann auch geblieben und ja, Sturm verliert das Ganze 1:2 und ich persönlich muss sagen, ich bin da ja nach der Partie auch eigentlich nur mehr angefressen. Jetzt natürlich meine Frage an dich, Maxi, du hast jetzt lang warten müssen. Was sagst du zur Partie heute? Ja,
Was findest du für Worte dazu? Im Großen und Ganzen hast du ja schon alles gesagt. Erste Hälfte war eh wieder gut. Nachher in der zweiten Hälfte haben sie es wieder nicht geschafft, um die Zeit zu bringen. Wenn ich kurz einschalten darf, in Elfer, ich habe es von einem Kollegen gehört, dass er angeblich Afanetis in Friedensen, wie ich halt gehalten habe, bis er so schön gesehen hat. Und ja, man kann nicht viel sagen dazu und ja, leider. Ja, es ist schmerzhaft. Hätte sein sollen, gell? Dass die erste Hälfte gut drüber bringen und in der zweiten spielen sie dann akzeptabel, aber bringen sie halt über die Zeit. Dann kriegst du zwei blöde Deal und ja, leider. Ich mein generell, so die Herangehensweise von Sturm im Moment, die ist ja eher so, ich würde mal sagen, eher auf Abwarten, eher ein bisschen vorsichtiger ausgelegt. Also man riskiert verhältnismäßig wenig, dafür finde ich zum Beispiel, hat der WRC auch trotzdem sehr viele Chancen gehabt. Und ja, findest du generell, ist die Herangehensweise von Mehlich jetzt, sage ich mal, in taktischer Hinsicht. Findest du, ist das eher nachvollziehbar, dass man wirklich eher auf das Vorsichtige ausgeht? Natürlich hat man im Moment das Problem auch mit den Stürmern, was man eh schon diskutiert hat. Aber findest du, ja, ist es trotzdem die richtige Herangehensart an die Matches oder ja, müssen wir da grundlegend eher was ändern? Ja, man sieht, eine Hälfte spielt es gut und die zweite. Das kommt so vor, als hätten 11 andere auf dem Platz stehen. Dass die nicht die erste Hälfte spielt kurz zusammen und die zweite Hälfte kommt es vor, als wäre eine komplette andere Mannschaft aufgeführt. Also die sind erste Hälfte sind es gut und dann zweite Hälfte sind es wieder ausgewechselt. Ja. Ich meine, wobei ich sagen muss, ich habe die erste Hälfte jetzt auch nicht berauscht. Ein bisschen Richtung Sonntagskick würde ich jetzt sagen. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, die ersten 10 Minuten, zweite Halbzeit oder die erste Viertelstunde, da geht ein bisschen was, man ist offensiv aktiver, aber unterm Strich, ja. Was dann so ein Ding? Das ist ein Blödsinn. Kann man sich das natürlich auch nicht erklären. Naja, von dem her, glaube ich, kann man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ein bisschen Ratlosigkeit herrscht vor, natürlich Wut und Enttäuschung, aber ihr wisst ja, wie das ist im Fußball. Das kann sich täglich eigentlich fast schon wieder ändern. Von dem her war es das erstmal wieder von mir. Schreibt mir natürlich in die Kommentare, was sagt ihr zum heutigen Spiel. Ich gehe mal davon aus, es werden nicht so viele positive Commentations da sein. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei den Lions TV. In diesem Sinne, euer Elias auf die Schwarzen! Und natürlich, bis dann. Ciao, ciao.